Şimdi sizlere Almanya'nın NRW eyaleti Mülheim an der Ruhr şehrinde oturan 66 yaşındaki Heinz Wichmann'ı tanıtacağım. Heinz Wichmann 66 yaşında emekliliğini yaşayan bir Alman vatandaşı. Bundan 15 yıl önce 2005 yılında ilk kez Türkiye'ye turistik bir gezi amacıyla gidiyor. Bir seyahat bürosuna gidiyor ve seyahat bürosunda kendisine çeşitli alternatifler sunuluyor. Bu alternatiflerden biri de Türkiye ve Antalya. İlk 2005 yılında Türkiye'ye giden Heinz o kadar çok memnun kalıyor ki ve Antalya'nın güneşini, plajını, denizini, kumunu ve orada yaşayan insanların kendisine yaklaşımını, sevecenliklerini o kadar çok beğeniyor ki Türkiye hayranı oluyor ve 2005 yılından sonra tam 14 kez daha Türkiye'ye gidiyor ve tatilini Türkiye'de yapıyor. Bu yıl 14. kez gitti. Bir hafta önce Türkiye'den döndü. Ancak doyamadım dedi ve yaklaşık 5 gün sonra tekrar Türkiye'ye gidecek. Evet, bugüne kadar tam 14 kere bazen ailesiyle, bazen yalnız olarak Türkiye'ye gitmiş ve Türkiye'de tatilini yapmış bir Türkiye hayranı Heinz. İsterseniz şimdi kendisiyle tanışalım ve bu Türkiye hayranlığını kendisinden dinleyelim. Mal in der Türkei, in diesem Umgebung. Erzählen Sie mir das bitte. Das war 2005, war ich das erste Mal da. Vorher war ich in Spanien. Da muss man aber für alles bezahlen, für jeden Schirm und für jedes Bier und jedes Eis. Das ist also in Spanien, in der Türkei alles inklusiv. Und deshalb bin ich dann einmal zur Türkei gefahren, habe es ausprobiert und bin jetzt das 15. Mal da. 15. Mal? 15. Mal da. Und würde jederzeit wieder hinfliegen und ich fliege auch nächste Woche wieder. Nächste Woche wieder? Ja. Also diese Hotel waren Sie, glaube ich. Da war ich schon überall. Alle sind 5-Sterne-Hotel, ja. Alles inklusiv. Alles all inklusiv und ich werde versuchen, im nächsten Jahr mal nach Kappadokia zu fahren. Also das freut mich. Ja. Kappadokia ist auch beste Ecke, wie Sie gerade gesehen haben. Ja. Ich möchte Sie herzlich nach Kappadokia einladen. Vielen Dank. Ich möchte was machen, also was Sie wünschen. Kappadokia ist sehr touristisch, sehr bekannt. Viele deutsche Touristen fliegen nach dahin, ja. Wie Sie. Ich möchte Sie herzlich nach Kappadokia einladen. Also, Sie waren 15 Mal in der Türkei. Richtig. Jedes Jahr ein oder zweimal. Aber dieses Jahr, Sie waren vor 10 Tagen in der Türkei. Sie sind nach Deutschland gekommen. Sie wollen wieder nach 3 Tagen Richtig. Ja. wieder nach Antalya. Ganz genau. Wie ist denn Antalya? Hotel ist besser oder Strand? Man kann mal Pech haben, also mit den Hotels selber. In dem letzten, wo ich war, also ich will es jetzt auch nicht nennen, das war nicht so schön. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, bin ich immer sehr, sehr zufrieden gewesen. Zufrieden, ja? Vom Hotel. Vom Hotel, ja. Auch Strand, Wasser, alles wunderbar. Alles wunderbar. Sehr, sehr gut. Also deswegen fliegen Sie 16. Mal wieder nach. 16. Mal fahre ich jetzt wieder hin. Ja. Wieder nach Antalya. Ja. Und 17., 20. Mal fliegen Sie nach Kappadokia. Werde ich versuchen. Okay, danke schön. Vielen Dank. Bitteschön. Heinz Wichmann dünyanın çeşitli ülkelerine turistik olarak geziler yapmış. İspanya, Yunanistan, Fransa ve daha ismini sayamayacağız birçok ülkesine gitmiş ama Türkiye hayranı olmuş. Türkiye'nin başka bir güzel olduğunu söylüyor. Heinz Wichmann gelecek yılda Türkiye'ye gideceğini söylüyor ve Kapadokya Kültür ve Tanıtım Derneği Başkanı Mümin Uluç'un tavsiyesi üzerine 2021'de Türkiye'ye yapacağı tatilde Kapadokya'yı ziyaret edeceğini belirtiyor.